Hola. Hallo. Ja, wir sind jetzt hier in Scipione auf dem Stellplatz. Genau, auf dem Stellplatz La Laguna. Der kostet mit 15 Euro ohne, inklusive Strom. Nee, 15 Euro ohne Strom, 3 Euro Strom. Okay, gut, 3 Euro Strom, wie auch immer. Ja, wir sind aus Sevilla eigentlich geflüchtet. Ja. In der Karwoche, weil eigentlich wollten wir uns die Karwoche in Sevilla noch angucken und auch die Stadt noch ein bisschen. Aber es hat nur gestürmt und geregnet. Und so schön war der Platz in Sevilla im Hafen jetzt auch nicht, dass wir gesagt hätten, Gott, das sitzen wir einfach mal aus. Nee, also es war auch nicht der direkt im Hafen, sondern schon ein bisschen außerhalb. Beim Aldi ist der so gegenüber. Aber allein bis man schon vorne an die Straße gekommen ist, musste man 10 Minuten durch so einen Sandweg, ja, durch den Weg, wo Straße dann laufen. Die LKWs auch fahren. Ja. Ja. Also schön war der Platz nicht. Nein. Für die Stadtbesichtigung ist er in Ordnung, aber da sagen wir noch was in einem separaten Film drüber. Genau. Ja, wir sind dann halt geflüchtet. Wir wollten dann wieder zurück nach Rota, um unsere deutsche Gasflasche zu füllen, denn wir wollen ja noch nach Portugal. Ja. Und sind dann halt hier in Scipione gelandet. Scipione, genau. Scipione? Ja. Scipione. Ich sage immer Scipione. Wie auch immer. Und wir sind aktuell im Moment. Also unsere anderen Filme kommen noch, aber heute sind wir total aktuell. Heute ist der 1. April und wir haben wieder Sonne. Ja, also wir haben hier in Scipione den Regen, das schlechte Wetter, die Kälte, den Sturm einfach ausgesessen. Ja. Hier auf dem Stellplatz. Weil der auch Kies hat. Also genau, hier der Boden unten drunter, das ist relativ grober Kies. Da kann das Wasser gut versickern, da stehen wir trocken. Ja, der Platz an sich ist eigentlich auch nicht schlecht. Gut, man läuft auch wieder, wenn man in die Stadt will, so über die Promenade halbe Stunde. Ja. Ja, aber eine schöne Promenade. Schöne Promenade, schön am Strand lang. Heute sind wir, weil die Sonne scheint, mal am Strand lang gelaufen. Ja. War herrlich. Ja, der Platz hat Toiletten, Duschen, Waschmaschine, Trockner, also im Prinzip so ziemlich alles, was man braucht. Hier in 8 Minuten Entfernung gibt es auch einen kleinen Supermarkt, wo man so das Notwendigste einkaufen kann. Ja. Den Rest gibt es dann in der Stadt. Ja, und wir genießen jetzt heute noch den Tag, ne? Zeigen euch die Bilder von Scipione und morgen geht's dann weiter. Ja. Also, bis dann. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, gibt uns einen Daumen nach oben. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Macht's gut, ihr Lieben. Der Stellplatz liegt am Ortsrand von Scipione und mit dem Rad seid ihr in 8 Minuten in der Stadt. Bemerkenswert ist, dass es an verschiedenen Stellen auf dem Platz Wasseranschlüsse gibt, sodass man kein Wasser schleppen muss, wenn man etwas länger steht. Ver- und Entsorgung sind gut, die Duschen, inkludiert, recht einfach. Der erwähnte Trockner ist eine Wäscheleine. Vom Platz aus ist man in wenigen Minuten am Strand. In der Straßenecke geht ihr rechts, die erste links und dann immer geradeaus. Ganz einfach. Wenn ihr am Leuchtturm seid, dann seid ihr quasi bereits in der Stadt.